Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Parkitect, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mensch, das freut mich ungemein, dass wir heute hier wieder Hand anlegen in diesem Park, der uns momentan recht im Stich lässt, möchte ich behaupten. Denn wir müssen irgendwie die Leute an den Start kriegen und keiner kommt. Es kommt keiner. Wir hatten mal 360, jetzt sind es nur noch 300. Also das ist nicht gut, aber jetzt kommt der Tourbillion. Ja, der ist natürlich ein absolutes High-End-Fahrgeschäft. Und der wird jetzt die Leute bringen hier. Schönes, aufregendes Fahrgeschäft. Jetzt reicht's. Ja, hier kommt er hin. So. Warte mal, habe ich den jetzt falsch rumgebaut? Ich glaube ja. Wir bauen den nochmal neu. Ich glaube, wir haben den falsch rumgebaut. So ist richtig rum, oder? Zumindest eher. Ja, doch, da ist die Treppe vorne. Macht schon eher Sinn, ne? So, okay. Eingang. Ausgang. Der kostet jetzt erstmal 8. Gucken wir mal, ob das was bringt. Und dann machen wir den schon mal auf. Und dann gucken wir mal, dass wir hier gerne hier mal so ein Holzhintergrund. Das sieht ganz geil aus. So. Eingang. Können wir mal so ein, auch dann hier so einen Holzton nehmen? So, geil, okay. Ist auf, ist grün. Gucken wir uns das an, ob das angenommen wird. Und hier kommt jetzt ein schöner Wasserturm rein. Bam. Und noch ein bisschen, ein paar Bäume. Sollten hier dann natürlich auch noch hin. So, gut. Mehr kann ich jetzt erstmal nicht machen. 301. Leute, das ist nicht gut. Aber wir haben jetzt zumindest die Bewertung hier wieder. Die 400 Leute haben wir nicht im Park. Dabei ist es echt leer. Man muss mal sagen, ein paar kaufen sich sogar hier ein Sombrero. Was gibt's hier überhaupt? Sombrero für 6. Absurd großer Cowboy-Hut. Kommt jetzt nicht ganz so gut an. Schirmmütze. Sombrero, was? Was gibt's denn jetzt für verschiedene Sombreros? Absurd groß. Ach so. Okay. Dann würde ich mir auch absurd groß kaufen, wenn der nur 1 Euro teurer ist. Alter, nur noch 299 Leute im Park. Ich fass es nicht. Ich habe das Gefühl, diese Werbung für Attraktionen bringt gar nichts. Überhaupt rein gar nichts. Also es läuft noch für den Vertical und für die Wasserbahn. Wir machen mal nochmal für Läden. Hier für unseren Sombrero-Laden. Achso. Laden wählen. Sombrero-Laden. Für 3 Monate im Fernsehen. Das kostet nur 60. Das kann ja nicht viel bringen. Aber für den Park ist es schon wieder mega teuer einfach. 3600 nur für Flugblätter. Und ich kann halt nicht nur einen Monat machen. Kann ich ein Darlehen aufnehmen? Wir nehmen ein Darlehen, Leute. Das müssen wir machen. Werbung für den Park.
6 Monate Fernsehen Start. Was? Hä? Oh, 24.000? Das habe ich tatsächlich nicht. 12 habe ich aber. So, 3 Monate. So, dann machen wir noch 3 Monate soziale Medien. Geht gar nicht. Man kann nur einmal für den Park machen, oder was? Okay. Man kann nur einmal für den Park machen. Aber dann nehmen wir noch eine Attraktion. Und zwar hier den. 6 Monate Fernsehen Start. Zack. So, jetzt haben wir alles rausgehauen, was hier... Jetzt haben wir richtig Geld rausgehauen für Werbung. Leute, es muss jetzt klappen. Es muss jetzt klappen. Jetzt oder nie. Jetzt oder überhaupt gar nicht. Und jetzt machen wir noch hier... haben wir alles schon. Das ist blöd. So ein Splash-Battle, aber dann ein fertiges tatsächlich. Ja. Das kommt gut an. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Das Splash-Battle. Zeig nochmal, was gibt's noch? Hier, das sieht besser aus. Hier, das sieht besser aus. Hör doch auf jetzt! Oh, ich hab's gemacht. Krasses Splash-Battle jetzt hier. Das sieht doch vom Theming her schon mal geil aus, oder? Das holt die Leute jetzt ran hier. Das holt jetzt die Leute ab. Ist das schon... Da ist schon eine Warteschlange, ne? Ja. Muss ich jetzt nur noch anbinden mit einem normalen Weg. Leute, komm. Das ist doch geil. Ist das Ding auf? Mach das auf. Kostet 8. Müssen wir austesten. Hier gehen die Leute schon mal drauf. Das ist nicht schlecht. Und dafür müssen dafür auch direkt jetzt Werbung machen. Finanzen, Werbung. Werbung, Attraktion, Wählerattraktion. Hier, zack. Den Hard Rock Harbor. So. Fernsehen. Kostet nur 700. Verstehe ich nicht. So. Und dann machen wir direkt wieder für die Wildwasserbahn. Warum ist das für die Wildwasserbahn teurer, Werbung zu machen, als für den Ding? Für den Ding. Man weiß es nicht genau. Aber guckt euch das an. Das ist noch mega funny, oder? Guck mal da. Da sitzen sie mit ihren Spraydingern. Also eine Person. Und dann muss sie gleich sprayen. Aber wann? Also hier ist ein Ziel. Oh, jetzt. Oh, sie spritzt einfach die Leute nass. Sie spritzt einfach die Leute nass. Ja, dann würde ich auch nicht in den Park gehen. Alter, was fällt dir denn ein? Das ist natürlich krass. Hier können einfach die Leute auf dem Jumper nass gespritzt werden. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Da, die spritzt schon wieder einfach. Was denn da an? Man weiß es nicht genau. Sie sitzt auf der falschen Seite. Aber egal, das läuft. Bin mir sicher. Das läuft schon. So, mehr kann ich jetzt auch wirklich gerade nicht bauen. Aber das ist halt das Krasse, ne? Also das zu themen, ist schon eins kleinste Fizzles-Arbeit, ne? Man kann ja halt hier nicht so geil zoomen und so. Was sind das denn hier zum Beispiel? Sind das einfach... Haben die was mit der Bahn zu... guck, hier sind nämlich die Zielscheiben, wo die drauf... Das heißt, hier drinnen sind Zielscheiben offensichtlich versteckt oder irgendwie so. Guck mal, alle. Was ist denn da los? Man weiß es nicht. Was ist denn jetzt? G-Lock ist verfügbar. Was ist das? Was ist ein G-Lock? Hä? Was ist denn G-Lock? Ich hatte doch Läden, oder nicht? Oh, hier! Der ist natürlich sehr beliebt. Das ist natürlich ein sehr beliebtes Fahrgeschäft. Der G-Lock. Der muss hier noch hin. Ist schwierig anzubinden, aber kommen wir hin.
G-Lock. Was? Warum? Außen? Nee. News Miner. Okay. I don't know. So, warte mal. Der kostet erstmal 8. Grün. Was denn? Was denn? What? Oh, wir haben 400 Leute. Ich hab's gar nicht gecheckt. Wie gut ist das denn? Januar, Jahr 2. Das müssen wir halten. Wie geil ist das denn, ey? Die Werbung hat's gerissen. Oder das. Man weiß es nicht. Aber ist doch ein geiler Park. Man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Man muss es auch einfach mal sagen. Das ist einfach ein geiler Park geworden hier. Hier erstmal anbinden, der ganzen Lörres. Oh, schwarz und grau. Mega. Mega gut. Und dann einmal der Beige. Und? Cold Hard Cash haben wir freigeschaltet, was auch immer. So, mega. Ist angebunden. Können die Leute drauf. Das ist ja krass hier. Guckt euch das Teil mal an. Also jetzt muss man wirklich sagen, ist hier wirklich was geboten, oder? Jetzt ist hier aber was los. Wir müssen das jetzt noch halten. Halte die Feed um 100%. Okay. Das kriegen wir hin. Guck mal, jetzt 450 Besucher. Man muss da einfach noch mal Werbung machen hier. Ja? Aber das mit dem, hier, das müssen wir auch halten. Was sagen sie? Das ist nicht viel Spielraum. Uiuiui. Halten wir das auch? Oh, 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 78 ist runtergegangen. Was ist da los? Muss ich nochmal Leute einstellen, die sauber machen oder so? ...78 immer noch. Uah, da hat einer noch gekotzt. Oh, 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 nein! Aber es ist doch noch 75. Was? Verstehe ich nicht. Es ist doch noch auf 75 gewesen. Scheiße! Vor allem dann plötzlich, von jetzt auf gleich. Das kann's doch nicht sein, ey. So, jetzt sind hier nochmal alle eingestellt worden. Kann ich das jetzt trotzdem nochmal schaffen, oder wie ist das? Ist das jetzt vorbei? Scheiße. Regt mich das auf. Es ist doch aber noch auf 75 gewesen. Das habe ich aber erfüllt. Kann das nochmal bitte auf über 75 gehen, vielleicht? Da! Jetzt wieder auf 79 hoch. Och, Leute, was ist das für eine Achterbahnfahrt hier? Mann, das halte ich doch mit den Nerven nicht aus. Jetzt halten wir das für 3 Wochen oder wie? Komm. Also der Park wirft auf jeden Fall genug ab, sagen wir mal so. Ja? Und ich stelle jetzt noch ein Kehrmännchen ein, obwohl wir jetzt schon echt viele haben, aber das soll jetzt hier sauber bleiben. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Das geht ja sonst nicht. Guck mal, wie sind sie hier? Das ist geldtechnisch alles in Ordnung. Sieht zu intensiv aus, ja, dafür kann ich ja nur nichts. War super. Hier, toll. War super. Also, generell finden es die Leute ganz geil, ja. Hier, das habe ich ja gerade mit dem Träger noch vereinbart, dass er das hier
nochmal besser macht. Der müsste, da kommen sie. Na komm, dann hier mal ran. So. Und da hat er wieder Material. Ah, hier, er ist müde. Er müsste mal in den Pausenraum jetzt. Wandert umher, zu müde zum Arbeiten. Warum gehst du dann nicht in den Pausenraum? Kann ich dich da vielleicht absetzen? Den habe ich doch angebunden, oder? Eigentlich. Will er nicht rein. Ach, das ist der Schulungsraum. Habe ich einen Pausenraum überhaupt für meine Mitarbeiter? Oh Gott. Warte mal. Pausenraum. Jetzt haben wir aber einen Pausenraum hier. Das habe ich ja komplett vergessen. Oder haben wir den irgendwo gehoppt? Ich weiß nicht, wo man sowas sieht. Sieht man mal, wie viele man irgendwie von einem Gebäudetypen hat? Oh nein, nicht Regen, nicht jetzt! Och nö, jetzt gehen die Leute wieder alle nach Hause. Oh, Leute, guck mal, die ganzen Fahrgeschäfte werden jetzt leergefegt sein. Es wird mega voll auf den Wegen. Die Leute haben keinen Bock mehr. Ich sehe es kommen. Nee, ey. Was sagt das? Was? 82, boah, ich dachte gerade, das hier ist was anderes. Warum ist das was anderes eigentlich? Wir haben halt nicht mehr viel Zeit, wir haben schon März. Wir haben ja schon März. Oh nee, das ist eine Achterbahnfahrt jetzt hier. Um 100%. Komm schon. 81 ist wieder eingesunken. Der Regen hat aufgehört immerhin. Ey Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich weiß es nicht. Mini-Donuts sind abgeschlossen. Das ist schön. Weiß auch nicht, wenn das jetzt auf April springt, ist das dann auch hier weg? Zeit bis zum nächsten Monat. 1,50. Das sollte eigentlich reichen, bis es auf April springt. Aber hier steht ja schon, erfülle alle nicht optionalen Ziele bis Ende März. Was heißt denn, was ich... Ich weiß nicht. 2 von 2 Zielen erfüllt. Ich hatte das ja immer noch nicht so ganz... Alles noch nicht so ganz begriffen hier. Ja, aber es sieht gut aus jetzt. Und... Yes! Bravo! Oh Gott, diese Achterbahn der Gefühle. Wow. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Umso schöner. Umso schöner. Aber jetzt will ich nochmal gerade gucken. Wir haben doch irgendwann mal gelernt, wie man... Was ist das denn hier? Gamma-Radiation. Ich muss mir das alles mal angucken, was das bedeutet. Wo sehe ich hier nochmal, ob die Leute sehen, ob die hier die Mitarbeiterwege und so sehen, weißt du? Das konnte ich doch irgendwo mal anstellen. Und hier, ganz schlechte Deko hier an den Ecken. Komischerweise immer an den Ecken, irgendwie. Wie ist denn da... Ursache schlechter Dekorations, schlechte. Ach, das ist die. Ja, Ada! Das ist es. Also das ist scheiß Deko hier. Okay.
Regenschutz. Das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Müll. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Vandalismus, ja. Ja. Na gut. Leute, Leute, Leute. Haben wir das also hier geschafft? Immerhin. Ich bin froh. Es war ein wilder Ritt hier in der Mystic Oasis. Mal gucken, was dann in der nächsten Zeit ansteht, beziehungsweise in der nächsten Folge. Da wird ein neuer Park auf uns warten. Aber wir haben auch hier die Grenzen relativ gut ausgefüllt. Also das ist schon echt gutes Missionsdesign, muss man sagen. Und wir hatten echt nochmal die Kacke am Dampfen jetzt hier am Ende. Ihr habt es mitgekriegt. Ja, Leute, ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich bei euch hier fürs Zuschauen. Das hat ja perfekt gepasst mit der Folge. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in einem neuen Park. Ich freue mich auf euch und sage Tschüss. Macht es gut, euer Brilli.